Moin moin liebe Achievement Hunter, Susako am Start mit Schlunderkunder, dem Achievement fürs Erkunden im Schlund. Hierbei müssen wir einige Punkte wie immer abfarmen und ich habe euch wie immer ein Makro mitgebracht. Dafür benötigt ihr das Add-on TomTom, Link dazu in der Videobeschreibung. Erstellt zwei Makros mit dem Namen Schlund, sucht euch ein Symbol aus und kopiert die hier rechts von mir gezeigten Zeichen rein oder aber unten in der Videobeschreibung findet ihr die Koordinaten einmal mit Namen und einmal ohne Namen. Für ohne Namen reicht ein Makro, macht ihr es mit Namen, müsst ihr zwei Makros erstellen. Insgesamt gibt es 12 Punkte, die wir hier abklappern müssen. Und ich werde euch in diesem Video ein paar mehr Tipps geben, als ihr das normalerweise aus den Erkunden-Videos kennt. Einfach aus dem Grund, weil ihr im Schlund zu Anfang nicht reiten könnt. Wenn ihr die beiden Makros erstellt habt, zieht sie in eine Leiste, klickt drauf. Schon erscheint, abgesehen von eurem Koordinatensystem, dieser wunderschöne Pfeil, der euch lotst. Und ihr bekommt auf der Karte diese grünen Punkte. Da sollt ihr hingehen. Wenn ihr Rechtsklick auf einen Punkt macht, könnt ihr den als Ziel markieren und dann könnt ihr das Ganze sehen. Ich mache das Ganze jetzt hier im Speedy Gonzalos Modus, weil sonst dauert das einfach zu lange. Ich habe knapp eine halbe Stunde für alle Punkte gebraucht. Ich habe auch die Punkte, die ich schon hatte, hier noch einmal abgeklappert, damit ihr seht, dass das alles auch seine Richtigkeit hat. Wenn ihr noch nicht im Schlund reiten könnt, weil ihr das mit keinem Charakter oder dem Charakter nicht freigeschaltet habt, dann gibt es hier diese Gegner, die auf Reittieren reiten, die etwas schneller durch die Gegend reiten. Die sind leider nicht überall da, aber wenn sie da sind, greift sie sofort an. Warum? Zum Ersten, wenn ihr die besiegt habt, könnt ihr selbst das Reittier nutzen, zumindest für eine gewisse Zeit oder bis Gegner euch runterschlagen, und zum anderen, was viel wichtiger ist, das zählt nochmal für einen separaten Erfolg. Dazu wird es natürlich auch nochmal ein Video auf meinem Kanal geben. Solltet ihr also mit dem Reittier an einem anderen mit Reittier vorbeireiten, dann tötet den, damit ihr einfach ein neues Reittier habt. Wie gesagt, das geht auf Zeit und je mehr Zeit ihr habt, je besser. Ihr seht das jetzt hier, hier wechsle ich das. Und diese 12 Punkte müsst ihr jetzt einfach einer nach dem anderen abklappern. Kleiner Tipp, es ist nicht schlimm, wenn ihr sterbt, das kostet euch zwar Stygma, Styrias, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, diese Währung, die Tante da unten von euch möchte. Einige Punkte werdet ihr schon im Verlauf der Pre-Campaign, also wenn ihr das allererste Mal in den Schlund mit eurem Charakter geht, bekommen oder gefunden haben. Es sei denn, ihr habt das Ganze übersprungen, weil das der zweite, dritte oder 20. Char ist, dann müsst ihr die natürlich alle nochmal sammeln. Einige Orte haben auch ein paar Schwierigkeiten für sich, weil dort etwas stärkere Gegner sind. Unter anderem gibt es einen Ort, wenn man da in der Story noch nicht weit genug fortgeschritten ist, wird man in Entsetzen gesetzt, also eine Art 4, wodurch man sehr viel Schaden bekommt. Daran kann man schnell in Gegner geführt werden oder sterben. Hier bin ich auch das erste Mal gestorben bei diesem etwas kolossigen Boss. Wie gesagt, ist nicht ganz so schlimm. Ich versuche euch jetzt mit viel Kunst diese 12 Punkte nochmal abzunennen. Kalkis bei 23,36, Tiegel der Verdammten bei 16,49, Gorgoa, Fluss der Seelen bei 31,33, Verdammnisfestung bei 32,66, Klage des Todsüchtigen 62,66, das Bestienlabyrinth 49,63, Kokyros 42,43, Desmotarion 55,62, Markwald 47,80, Ebene der Qual 33,21, der Altar der Herrschaft 23,68, Sovals Kessel 38,41. Das sind die Punkte. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Abfarmen. Geht relativ schnell, wie gesagt, circa 30 bis 40 Minuten. Ich sterbe ja auch ein paar Mal. Ihr könnt euch das Video natürlich gerne noch bis zum Ende angucken. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin in den Schatten landen. Euer Susako aka Leroy sagt Tschüssikowski.